So. Ja, wie vermutet, der Feuerschlüssel. Und jetzt gibt es noch eine Hürde, und zwar dürfen wir hier nicht abkacken. Wir dürfen hier nicht runterfallen. Kommst du bald? Ja, er kommt da. Wir werden also diesen herrlichen Klängen noch weiterhin lauschen und uns ganz sanftmütig zum Ausgang begeben. Mein Gott. Die Leute haben einfach zu viel Zeit hier, ne? Ich muss doch hier noch irgendwie einen Talisman klauen. Ich kann doch hier nicht... Ich glaube, es wird Absicht gemacht. Die wollen dann die Diebe nur hier schläfrig machen, damit sie hier einschlafen und ihren Tätigkeiten, ihren wichtigen Tätigkeiten nicht nachkommen. Ja, und das mit dem Zickzack ist natürlich auch so eine schöne Finte, wenn man es nicht erwarten kann und dann runterspringt in den Tod. So wie ich jetzt. Ah! Nein, das ging gerade nochmal gut. Und dann werden wir erstmal Peter und Klaus hier, die uns eventuell gleich um die Ecke kommen, begrüßen kommen, kaputt machen müssen. Peter und Klaus. Nein. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Du hast nichts gesehen, Kollege. Aber irgendwie scheint er uns gleich hier entgegenzukommen. Das Unschöne ist nur, dass wir anscheinend einen anderen Geräuschabschnitt betreten. Komm schon. Und durch diesen anderen Geräuschabschnitt wir nachher okay, er folgt uns, er folgt uns, er folgt uns. Ihr habt es gemerkt, wir hören jetzt seine Schritte nicht mehr. Wir sind anscheinend irgendwie an einem anderen, ja, wie sagt man, Kartenabschnitt, der von den anderen Tönen sonst komplett abgeschnitten ist. So, und bevor er sich dreht, müssen wir ihn auf jeden Fall nochmal einen auf den Sir? Kopf geben. Ja, sind Sie das, Sir? Ja, ich bin es. Legen Sie sich schlafen, Sie haben Erlaubnis. Ja, das scheint also wirklich hier immer so Geräuschlevel zu geben, Geräuschabschnitte, wo man dann komplett andere Musikgedüdelei kriegt. So, und ich vermute einfach mal, wir müssen jetzt wieder nach unten und uns dann irgendwie Richtung Feuerturm begeben. Also müssen wir dann wohl nochmal hier runtertapsen. Dann machen wir das doch. Wir haben ja Zeit, ne? Und anschließend werden wir dann hoffentlich in diesem Feuerturm... Ich wollte schon wieder Erdturm sagen. Das verwirrt mich hier alles. Ich weiß gar nicht, wohin. Die ganzen Deppen hier, es geht mir auf den Sack. So. Nein, hier war es nicht. Oder war es hier? Kommen wir... Hier kommen wir raus, ne? Die Frage ist nur... Ja, in welcher Ecke war der Feuerturm? Ich vermute mal, der Feuerturm war... Wir sollten eventuell zum Hauptausgang, Eingang, wie auch immer, zurückkehren und dort... Das war hier, glaube ich. Da müssen wir uns danach... Hier hat man schon jeden platt gemacht, ne? Hallo? Ja, das sieht so aus. Hier haben wir schon jeden plättet. Und das müsste jetzt links gewesen sein. Links war, glaube ich, der Feuerturm. Oh Gott, wenn ich denke, wie wir hier am Anfang rumgelatscht sind, rumgekrepelt. Gehen wir nach links, gehen wir nach rechts. Bloß nicht durch den Haupteingang. Dabei hätten wir vielleicht doch durch den Haupteingang gehen sollen. Dann wäre das alles ein bisschen schneller vonstatten gegangen. Doch, das sieht nach Metall aus, das sieht nach Feuerturm aus. Und da werden wir uns gleich mal hinbegeben. Wir suchen schon mal den Schlüssel raus. Das ist Feuer. Und ich ahne Schlimmes. Gott. Wie sollen wir denn da jetzt rein? Können wir da ausmachen, ohne dass wir da irgendwie... Ja, das ging gerade nochmal so. Und ab ins Dunkel. Oh.
den Kollegen. Ich hoffe, sie sind nicht wieder zu zweit. Dann machen wir den hier einmal mundtot. Und ich ahne Schlimmes. Hier sind dann anscheinend überall Fackeln. Kommt hier noch einer? Nein, hier kommt keiner. Eine Papyrusrolle, die wir uns gleich mal nochmal durchlesen. Ach, die ist doch ein bisschen länger. Die lese ich mir jetzt nicht durch. Von Magier Ramin. Wie konnte ich mir bloß diesen Namen merken? Mein Gott, ich kann mir sonst nichts merken. Also jetzt, bevor ich dann den Zettel auch schon wieder in die Hosentasche gesteckt habe. Es hört sich nach Wasser an. Oh Mann. Oh Gott, wenn ich darauf gucke, wird hier irre. Verstehe, verstehe, verstehe. Eventuell können wir da auch schon einen mit dem Breitkopfpfeil dann... Also hier kommen wir auf jeden Fall nicht lang, ne? Gott. Und er kann dann wohl durch die Flammen gehen, oder was? Oh Gott, ich sehe schon, wir müssen hier echt uns beeilen irgendwie. Was sind das für Platten? Auf jeden Fall scheinen die Feuermagier immun zu sein vor Flammen. Und das sieht aus, als müssten wir hier irgendwie eines Eindringlings stören die Luft. Uns durchschummeln. Ich weiß nicht, sind das hier heiße Metall... heiße Metallflammen oder was? Und er kommt uns schon entgegen, oder? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Komm her! Und... Auweia, auweia! Ah! Komm schon, Garrett! Noch ein Schuss! Und noch einen, komm! Fall um! Und komm schon, noch einmal! Ah. Fall um! Ja, fall um! Warum hat er es eigentlich nicht getroffen? Er hat uns doch hier einmal ordentlich angeschossen. Oh Gott, wie kommen wir da jetzt jemals was rüber? Ich hoffe, wir stürzen jetzt nicht in die Lava. Sondern jetzt kommen da einmal direkt rüber. Und zwar renn, 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 renn und hopp! Aua, aua, aua! Da verbrennst du doch glatt die Füße. Na super, also die sind anscheinend heiß und wir verbrennen uns da immer schön die Füße. Ah. Schon klar. Und der nächste Magier. Und da sollten wir eventuell auch schon wieder mit dem Schwert vorangehen. Gut, dass du uns hier entgegenrennst. Komm schon. Ich komme mit meinen Brüdern zurück. Du kommst erst gar nicht weg, mein Freund. Komm doch mit deinen Brüdern her, aber ich vermute, du solltest dich dort ausruhen. Dort. Blub. So, und wir müssen uns jetzt hier... Aua, aua. Oh Gott. Zum Glück haben wir noch einige Heiltränke. Ich sollte, glaube ich, erstmal eine nehmen. Wir haben ja noch genug. Mein Gott, und hier ist es relativ laut. Es brummt hier ziemlich stark. Und ich vermute mal, wir sollten eventuell die Breitkopfpfeile ein bisschen griffbereit halten. Weil anscheinend diese ollen Magier mit ihren Feuerattacken uns sonst ganz schnell den Garaus machen. Ja, wo geht's überhaupt hier hin? Sind wir hier richtig? Gibt's hier irgendwie einen... Ah ja, verstehe. Ja, klonk. Okay, aber das Metall, was hier brennt oder immer heiß wird, scheint anscheinend irgendwie kein richtiges Metall zu sein. Also es macht auf jeden Fall keine Metallgeräusche, wenn man drüber läuft. Vielleicht nur Metallgeräusche, wenn man drüber läuft und die gerade an sind. Ja, eventuell sollten wir... Ich höre jetzt gerade keinen Magier, aber ich würde sonst doch glatt mal irgendwie die Moospfeile rausholen. Oh, Stein und Kiste. Toll, da kriegen wir also Feuerpfeile. Das heißt mir, die Feuerpfeile sind eventuell für irgendeine Quest, oder was? Vermutlich, vermutlich. Aber ich könnte auch in der nächsten
Ecke ein Magier stehen. Wie ich höre, könnte es einer sein. Und da werde ich mir dann glatt nochmal... Nein, da kommt schon einer. Kommt da schon einer? Ach, der kommt jetzt nicht auf uns zu, oder? Aber das... Sind das mit Stein- oder Metalltreppen? Okay, es sind Steintreppen, vermutlich. Okay, es sind Steintreppen. Bedeutet also, wir... Nein, es sind Metalltreppen, was denn nun? Aber hier ist zum Glück Stein. Gut, das heißt, wir können erstmal wieder auf den Prügel switchen. Und hier gibt es dann auch nichts. Okay, er hat uns zum Glück nicht gesehen. Deswegen kriegt er auch gleich eine auf den Hinterkopf. Und auch schön ins Dunkel... Na, komm schon. So. Es brummt und es tappelt vor sich hin. Und hier ist schon wieder Metall. Ich weiß nicht, ob die Leutchen, also die ollen Feuermagier... Ich nenne sie einfach mal Feuermagier, auch wenn ich nicht weiß, ob es wirklich welche sind. Na klar, sie schießen mit Feuer, also es sind Feuermagier. Was wollte ich gerade sagen? Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Feuermagier hier den Schlüssel irgendwie für den Hauptturm haben. Und eventuell sollten wir hier dann auch, wir haben ja genug Moospfeile, uns das hier erstmal ordentlich schön leise machen, damit wir die Leute auch nicht stören bei ihren kleinen Spaziergängen. Kommt der nächste jetzt hier schon? Ja, und da sind schon wieder Metalltreppen. Soll ich da noch einen Moospfeil? Ja, da werde ich wohl noch einen Moospfeil verballern müssen. Und zwar genau dorthin. So. Alles wegstecken, dann können wir eventuell gleich ein bisschen höher hüpfen und dann... Okay. Das ist mir alles noch zu laut. Und dann werde ich nochmal einmal einen Moospfeil vergeuden. Oh Gott, schon drei Moospfeile verschossen. Und dann sollte das eigentlich... Ja, und hier ist natürlich auch noch überall Metall. Super. Und da läuft schon wieder einer ordentlich in der Lava rum. Das ist anscheinend hier wieder unser Geheimausgang. Eventuell können wir ihn da in der Lava auch schon direkt mit einem Breitkopfpfeil ja, in die Nachtruhe schicken. Nein, hat wohl nicht funktioniert. Ach, was macht er denn jetzt? Er rennt da jetzt wie so ein bekloppter Affe rum. Naja, dann ist das halt so. Aber hier sollte man dann eventuell doch zumachen, nicht, dass die Leute uns dann sehen. Oh Mann.